nicht. Die Reaktion geht weiter, wenn genügend organisches Material vorhanden ist. Und wie lange? Wenn sich das Gas in Luft aufgelöst hat, ist der Spuk vorbei, wie es scheint. Garrett, wofür könnten die Mechanisten diesen Kultivator wohl verwenden? Tja, wir wissen, dass Karras die Teile in die Masken der Diener eingebaut hat. Ja. Und dass die Diener an die Reichen verschenkt wurden. Das ist es. Häuser mit Gärten. Die Pflanzen dort könnten eine Reaktion verursachen, die stark genug wäre, um alles zu zerstören. Tja, ich schätze, wir brauchen einen Plan. Nein, dafür bleibt keine Zeit. Wir müssen in die Kathedrale der Mechanisten. Der Sender, von dem ihr gehört habt, ihr könntet ihn suchen, aktivieren und die Diener so zur Kathedrale locken. Dann müsst ihr Karras nur dazu bringen, dass er ihn befiehlt, das Gas abzulassen. Versteht ihr? Wenn ich die Kathedrale mit Pflanzen fülle, die für eine Kettenreaktion ausreichen, würde es Karras und seine Jünger erwischen und nicht die Stadt. Vergesst nicht. Die Kathedrale ist versiegelt, luftdicht. Wenn wir in die Kathedrale hineinkommen, wenn ihr sie mit Pflanzen füllt, wenn ich den Sender aktivieren kann und das alles, ohne entdeckt zu werden, viel zu riskant, wir werden alle sterben. Karras plant mit diesem Gerät alles zu vernichten, was uns lieb und teuer ist. Alles ist bereit. Er muss nur noch den richtigen Befehl erteilen. Uns bleibt keine Zeit. Wir müssen handeln. Seid ihr blind oder wollt ihr es nicht erkennen? Euer Plan ist glatter Selbstmord. Ich habe eine bessere Idee. Und ich arbeite allein. Diane, Larkspur, ich muss mit euch sprechen. Jetzt. Ich bin hier gegen den ausdrücklichen Wunsch des Rates der Hüter. Wir sind Freunde, Garrett. Hör mich an. Victoria hat mit dem Sturm auf die Kathedrale begonnen. Nein. Ich hoffe, dass die Zeichen nicht recht behalten. Und die Blätter über ihm raschen und trocknen. Schau mir in die Augen, du Narr! Und mächtig schwach. Victoria! Doch, Karras, Garrett! Spendete sie tapfer und endgültig. Ich habe versagt. Meine Pflanzen sind zu schwach. Sie können die Reaktion nicht auslösen. Diese mechanischen Bestien haben mich entdeckt. Doch eines kann ich noch tun. Dann liegt es an euch, mein guter Team. Warte! Victoria, lass uns von hier... Victoria! Pflanzte genug. Karras, der Große. Karras. Ja, willkommen zur allerletzten Mission in Thief 2 The Metal Age. Sabotage in Soulforge. Die Action ging gerade richtig ab. Victoria hat sich jetzt selbst geopfert und quasi ihren Körper so explodieren lassen, weiß ich, wie man das sagen will, dass quasi ihre ganze Macht über die Kathedrale verteilt wurde und somit tausende Pflanzen durch die Kathedrale geschleudert wurden, weil das anscheinend die einzige Möglichkeit noch war. Und wir befinden uns jetzt direkt dort, wo gerade die Action abging. Ja, und sollen wir das durchführen, was Victoria und Garrett am Anfang besprochen haben? Wir müssen die Diener irgendwie zur Kathedrale führen. Aber wir müssen natürlich dafür erstmal rausfinden, wie der Sender funktioniert, mit dem Karras und die Diener kommunizieren. Karras darf nichts bemerken, das ist klar. Sonst klappt's nicht, macht irgendwie Sinn. Und am Ende sollen wir wieder raus. Auf Experte. Let's do that shit. So, wir haben jede Menge Geld aus der letzten Mission. Das werden wir aber auch teilweise echt brauchen. Wasserpfeile. Darf ich nur 3 kaufen. Die kommen natürlich gleich in den Sack. Und ich werde mal einen Beschleunigungstrank mitnehmen. Der könnte hier uns mal was bringen. Und noch einen Falltrank. Just in case. So, Froscheier werden wir nicht brauchen. Damit könnte man ein paar Wachen umbringen, aber ist ja nicht so mein Stil. Ja, und natürlich Moospfeile sind hier echt Gold wert. Wir brauchen nicht so viele, wie man denkt, wenn man die Mission kennt. Wenn ich sie blind spielen würde, bräuchte ich jeden einzelnen. Aber das sollte erstmal so reichen. Was können wir denn noch Schönes kaufen? Ein Gaspfeil. Das Kosten der Unsichtbarkeitsrang, das ist relativ teuer. Dann nehmen wir noch einen Gaspfeil.
So, noch zwei Blitzbomben. Und noch... Die Moospfeile brauche ich eigentlich nicht, nämlich nur die Gasmine mit. Eigentlich brauche ich die auch nicht so wirklich. Wir werden es vor allem viel mit Robotern zu tun haben, da bringen die Gasdinger eh nicht so viel. Ja, nehme ich noch die beiden Moospfeile. Und noch ein Federfalltrank. Ihr seid Geralt, nicht wahr? So sieht man sich wieder. Und was ist mit dieser Holztante? Seid ihr gemeinsam gekommen? Tja, ihr seht, wie leicht das Böse gefällt werden kann, wenn der Aufrichtige die Axt hält. Gebt euch keine Mühe, Geralt. Ich sehe, dass ihr selbst jetzt noch versucht, mich aufzuhalten. Aber ihr könnt nichts tun. In meiner Kammer bin ich völlig sicher, selbst vor einem geschickten Mann wie euch. Die Diener gehorchen ausschließlich mir und erwarten meine Befehle. Vielleicht habe ich bereits zu lange gewartet. Ja, euer Eindringen hier ist ein Zeichen. Möge die Welt nun die Ankunft des Erbauers erleben. Ich fürchte euch nicht, Geralt. Dennoch habe ich den Kindern des Erbauers befohlen, euch zu töten. Ihr werdet mich nie wieder stören. Ihr werdet mich nie wieder stören. Der alte wahnsinnige Karasack. Ja, das ist die Eingangshalle der Kathedrale hier. Die Kamera da durfte eigentlich nur auf die Tür schauen. Ja, die schaut auf die Ausgangs-Eingangstür. Und hier ist Victoria gerade verreckt. Und alles wurde mit Pflanzen bombardiert entsprechend. Und wir sind in Soulforge, dem Hauptquartier der Mechanisten. Auch der Ort, wo Karas sich aufhält und man kann ihn sogar finden. Walzmaschine. Und ja, hier finden sich jede Menge Maschinen und wir müssen mit den Maschinen auch noch was anstellen. Was haben wir denn hier? Die Walzmaschine. Legen Sie das Ausgangsmaterial in das Becken an der Oberseite der Maschine. Führen Sie eine Stahlplatte in den Schacht an der Seite der Maschine ein, drücken Sie den Knopf, um die Maschine zu aktivieren. Der Auswurf der Endprodukte erfolgt auf der anderen Seite. Tja, schön, ne? Brauchen wir jetzt aber nicht. Noch nicht, zumindest. Es gibt ja auch kein Beuteziel mehr, denn es geht nur noch darum, Karas zu vernichten. Und seine Pläne aufzuhalten. Und die Mechanisten haben ja auch nichts Wertvolles, wirklich. Wir nehmen noch das Froschei mit. Und wir müssen verdammt aufpassen auf Experte, denn wir haben keine Heiltränke in dieser Mission. Jedenfalls nicht, dass wir schon welche dabei hätten. Und das wird richtig, richtig schwierig. Wir folgen mal den Pflanzen. Hier übrigens für die, die sich für die Karte interessieren. Wir haben grobe Umrisse, aber nicht, keine wirklichen Details. Das Übliche also. Und wir fahren mal hier hoch. Hier finden wir weitere Maschinen, die noch wichtig werden. Da liegen ja die Anweisungen. Hier finden wir auch einen neuen Gegner, wo wir sehr aufpassen müssen. Eine Art Spinnenroboter. Die können Kreissägen auf uns schleudern, wenn sie uns sehen. Und das ist nicht so schön. So, das hier oben ist jetzt noch nicht wichtig, aber ich habe den schon mal entsorgt, denn wir müssen hier später noch her und dann haben wir all unsere Ruhe. Hier ist noch eine Maschine, da hinten liegen die Anweisungen für die Maschine. Aber hier müsste noch irgendein Tagebuch liegen. Ja.
Eines der Kinder überbrachte mir heute den Befehl von Vater Karras, ihn in seiner Kammer zu besuchen. Ich muss zugeben, dass mich das folgende Gespräch überraschte. Ich durfte nur durch die Schlitze in der Tür mit Vater Karras sprechen. Er befahl mir, ihm neue Stadtstreicher zu besorgen, die er in Diener umwandeln konnte. Ehrfürchtig wagte ich zu fragen, wofür er willenlos Diener brauche, solange die Kinder des Erbauers gute Dienste leisten. Er erklärte mir, dass die Kinder einem Menschen bei der Manipulation gewisser Dinge unterlegen seien. Ich war zutiefst schockiert über diesen Vergleich des Vaters. Dennoch drängte ich ihn weiter und versuchte herauszufinden, warum er nicht einfach uns, seine treuen Diener, bat, die fraglichen Dinge für ihn zu erledigen. Daraufhin wurde Vater Karras überaus zornig und er brüllte mich durch die Tür an. Er befahl mir, seine Anweisung zu befolgen und fragte mich, wer meiner Ansicht nach besser für die Umwandlung zu Dienern geeignet sei als Bettler und anderer Abschaum. Sein Wutausbruch erschreckte mich, doch dann beruhigte er sich, als wäre er zu einer plötzlichen Erkenntnis gelangt. Ohne weitere Erklärung bat er mich um Verzeihung und schickte mich zurück an meine Arbeit. Zu gerne würde ich einfach wieder an meine Arbeit gehen, doch eben erhielt ich ein Schreiben von einem anderen Kind, das mich bereits ein weiterer Spezialauftrag erwartet. Ich mache hier weiter, wenn ich zurückkehre. Bruder Manus. Ja. Das war das erste Tagebuch, was wir hier finden, was einen kleinen Hinweis auf eine bestimmte Sache gibt, worüber ich euch aber später noch mehr erzähle. Hat er mich gesehen? Nee, ich hoffe nicht. Nur kurz einen Schimmer. Geh mal schön weiter. Ich folge mal den Pflanzen, die sich durch die ganze Kathedrale erstrecken. Fertigungsbereich D, Fertigungsbereich E, Planungsbüro. Es wäre sinnvoller, erst nach rechts zu gehen. Aber ich gehe mal so vorwärts, wie ich es beim ersten Mal hier getan habe. Folge erstmal den Pflanzen, denn am Ende der Pflanzen gibt es was Schönes. Was man sich ja als erfahrener Thief-Spieler fast schon denken kann. Nämlich drei Moosweiler. Überaus wertvoll. In einer Mission, die vom Metall nur so gespickt sein wird. Wunder, dass sie überhaupt einen Steinboden gebaut haben. Die Lage ist ruhig, zu ruhig. Wir schleichen uns von Schatten zu Schatten. Hier müsste irgendwo gleich... Garrett, bereitet eure Seele auf die Ankunft des Erbauers vor. Bleib mir bloß vom Leib, Karras. Eure Gedanken und nehmt seine Worte an. Umarmt das kommende Paradies des Erbauers und vergesst die unrühmliche Rolle, die ihr gespielt habt. Da um die Ecke steht ein dicker Roboter, an dem kommen wir nicht vorbei. Dann brauchen wir einen anderen Weg in Fertigungsbereich D. Und den werden wir noch finden. Auch da Killerroboter ohne Ende. Ihr seht, es ist verdammt gefährlich hier. Auch da ist einer und alles ist voller Metall. Man könnte jetzt hier Moospfeile schießen, aber es gibt einen einfacheren Weg. Hier ist nämlich so ein schöner Seitengang, der schön mit Teppich ausgelegt ist. Unglaublich praktisch. So mag man das als Meister lieb. Teppich ist der beste Freund. Und schon sind wir an dem Typen vorbei, aber mir fällt gerade ein, dass ich eigentlich woanders hin wollte. Oh. Zugegeben, die Kleinen sind nicht ganz so gefährlich, die haben ein unglaublich eingeschränktes Sichtfeld und man muss quasi wirklich fast vor denen stehen, damit die einen mitkriegen.
Aber man muss ja... Aber man kann ja trotzdem vorsichtig sein. So, es gibt einmal diesen Teppichweg, aber es gibt hier auch noch eine Leiter, die sich in der Dunkelheit versteckt. Die uns nämlich hier hochführt. Denn es gibt einen kleinen Geheimgang hier. Wenn man hier lang geht und dann hier reinspringt. Hoffentlich verletzt mich das jetzt nicht. Nee, ich bin auf der Lampe gelandet. Wo führt mich das eigentlich hin? Hier müsste direkt der Roboter davor stehen. Keine Berechtigung. Ich habe gehört. Ah. So könnte man ihn auch ausschalten, weil so richtig schön sein Schwachpunkt vor einem steht. So, ihr seht jetzt gerade gar nichts. Ah, das ist normal hier, ist stockduster. Ich klettere jetzt einen Gang hoch. Und jetzt bin ich in den Fertigungsbereich hervorgestoßen. Bereich D. Denn hier gibt es in der Nähe noch einen wichtigen Schlüssel, den wir uns erstmal holen wollen. Wow. Und das sind auch wieder nur die Anweisungen für die jeweilige Maschine des Raumes. Wie gesagt, die schalten nicht so schnell, die Kleinen. Sind nicht ganz so gefährlich. So, hier werden wir schön Moospfeile verteilen, denn hier wollen wir später noch in Ruhe hochklettern. Wenn wir auf dem Metall landen, das macht nur irgendwie wieder viel zu viel Krach. Eine weitere Anleitung. Wer die lesen will, kann ja einfach mal stoppen, aber im Grunde steht da fast immer dasselbe drin. Ich höre schon wieder einen großen Roboter in der Nähe und werde jetzt hier mal ins Wasser tauchen. Denn hier liegen noch Wasserpfeile und wir haben ja quasi gar keine, verglichen mit der letzten Mission. Kinder des Fleisches sind ekelhaft und reizend. Seine Dinge schweißt euch nicht. Diese Farbe des Missbrauchers. Gelobet seien die geschweißt. So, hier wollen wir hin. Denn wir haben unsere Efeu-Pfeile und die können wir an diese Gitter setzen. Und das werden wir hier öfter mal tun müssen. Das war irgendwie voll für den Arsch gerade. Und da kommt doch gleich der Roboter. Also Gary, du bist schon besser gesprungen. Es läuft da auch noch ein Mechanist rum. Dann springen wir mal von hier ran. Ich schieße das Ding nochmal neu. Irgendwie hat das nicht so ganz hingehauen. Mir kam auch vor, dass der nicht so lang war, wie er sein sollte. So, jetzt aber. Komm, Garrett. Jawohl. Geht doch. Ich habe bemerkt etwas. Bemerk mal, Junge, bemerk mal. So, den Schlüssel hier wollten wir haben. Können wir nämlich die Türen hier auch mal, denn die lassen sich, soweit ich weiß, nicht knacken. Genau. Denn diese Türen hier sind noch ultra wichtig. Denn unter anderem lassen sich die Maschinen des Raumes von hier nur von hier oben bedienen. Und ihr fragt euch sicherlich, was labert der die ganze Zeit mit diesen Maschinen? Die sind doch voll scheiße. Und was soll der ganze Scheiß überhaupt? Später alles noch ultra wichtig. Glaub mir. So. Als ich die Mission vorgetestet habe, da bin ich hier nämlich auch lang geirrt erstmal. Entsprechend habe ich das jetzt mal so ein bisschen reproduziert und wir haben erstmal den Schlüssel. So, jetzt können wir eigentlich unseren Weg zurück machen.
nehmen noch unseren Pfeil mit. Wir können aber nicht mehr auf dem Weg zurück, auf dem wir hergekommen sind. Und daher gehen wir mal hier lang.